Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play KSP oder Kerbal Space Program. Wir haben im letzten Part versucht, diese kleine Drohne hier ins All zu schießen. Beziehungsweise wir haben auch einen Orbit hinbekommen, aber für nicht lange. Also der ist ziemlich schnell dann wieder ab Absurdum geführt worden. Holy crap! Auf jeden Fall. Ja, also wir, ihr seht schon, wir oxidieren schon schön langsam in der Atmosphäre. Wir kommen jetzt gerade mit einem relativen Affenzahn gegen Boden. Und wir werden unten den Leuten schon mal das teuerste Feuerwerk geben, was sie so in der Zeit je sehen werden. Ich weiß nicht, aber irgendwie sieht das lustig aus. Oh Mann. Holy crap. Oh Mann. Aber das ist mein Feuerwerk. Oh Mann. Yay. Gut, wir bremsen aber auch anscheinend ziemlich schnell ab. Also nichts mit Feuerwerk. Hui. Mal schauen, ob es kaputt geht. Überraschenderweise nicht. Es fliegen zwar die Teile umher wie nichts anderes, aber es geht nicht kaputt. Also da haben unsere Ingenieure doch sehr guten Kleber verwendet. Ah, herrlich. Ah. Ja gut. Aber wie ihr schon seht, ja, das SAS ist jetzt auch ausgegangen. Also das wird jetzt so weiter rotieren. So, also wie ihr schon seht, landen wir jetzt gegen Erden. Und das Problem ist, dass wir nicht vorhatten, die Erde mit neuen Ressourcen zu versorgen, beziehungsweise mit neuen, ich sage jetzt mal, Adern zu versorgen. Aber dann, nun haben wir das leider getan. Das heißt also, wir gehen wieder zurück ins Space Center und überarbeiten unseren Plan nochmal. Uns fehlen ein paar tausend, ja, Meter pro Sekunde. Das war jetzt eher uncool, war auch etwas teuer. Das können wir besser. Also diese kleine Probe scheint nicht gereicht zu haben. Was bedeutet, das muss hier weg, dann... Ich fliege noch zu ineffizient, dass das wirklich einen Sinn macht. Das so absolut hauteng zu machen. Was können wir noch machen? Was wir machen könnten, ist zwar etwas Delta V wegschmeißen, aber das Ding hätte mehr Dampf auf einmal. Das Ding hätte ein ziemliches Thrust-to-Weight-Ratio benannt. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja, irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass das hier reichen wird. Also ich werde hier dann nochmal so einen mit dran klanschen. Aber dann reicht die untere auch nicht mehr. Ich will langsam eine größere Solid Booster haben. Gibt es ja noch einen längeren. Und einen, den man sogar kontrollieren kann. Oh, wenn ich den wieder hätte. Oh, schön. Control. Okay, was können wir machen, um das Ding besser fliegen zu lassen? Und billig zu halten. Es sind 200... Ja, es ist aber immer noch billig, das scheiß Teil, das kleine Ding. Was das? Ich gebe denen mal so ein paar kleine Booster. Also solange wir noch mit diesen ungewöhnlichen Methoden fliegen müssen, gebe ich denen noch ein bisschen Unterstützung mit. So hier ungefähr. Und zwar nämlich die Booster. Damit wir etwas Delta V mehr zusammenbekommen. Es ist nicht geil. Oh. Schon wieder zwei Parts zu viel. Grüezi, Döcken nochmal nach. Okay. Hier machen wir einen Dreier draus. Jetzt haben wir nur noch ein Part zu viel. Und das machen wir auch zu einem Dreier statt zu einem Vierer. So. Das dürfte jetzt reichen. Gut, die Fliege fliegt ein noch einmal. Noch einmal. So, aber das hier kommt mit hinein. Die sollen gleichzeitig bumsen. Bumsen. So. Welche Stage ist? Gehört hier irgendwie nochmal. Check your Station. So, dann fliegen die weg.
Dann kommt das hier. Genau. So, bam. Dann ist das weg. Dann, nein, der kommt da garantiert nicht weg. Dann kommt der hier. Warum? Das sieht doch mal besser aus. Das hat auch eine anständige Delta-V-Zahl. So, wir haben auf jeden Fall, glaube ich, jetzt genug, um das Ganze zusammenzukreimeln. Das Thrust-to-Weight-Ratio von der untersten müssen wir noch ein bisschen anpassen. Mhm. So ungefähr. Warum verschwindet das? Also ich glaube, wir haben jetzt genug Thrust-to-Weight-Ratio. Gut, wir probieren's. Dann würde ich sagen, dann das Knacken. Mhm. So, dann SRS on, mein Fuel angucken und up into space. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich habe irgendwie das leise Gefühl, dass die anderen nicht so viel schneller sind im Abbrennen. Dass wir die ungefähr gleich schnell eingetimt haben. Hm. Auch nett. Damit haben wir zumindest schon mal einen anständigen Wumms am Anfang. So, wir sind jetzt aus der ersten Layer raus. Kommen jetzt langsam in den zweiten. Müssen aber noch ein bisschen warten. Ich will, dass die Luft dünner wird. Hm. So. Wir können eigentlich den ganzen Scheiß wegschmeißen. Das ist eigentlich vollkommen irrelevant jetzt. So. Schon mal einen leichten Kipp machen. Nicht zu weit, damit das Ganze hier... Damit der Flugvektor zusammenkommt. Mhm. Die Upper-Apsis ist in Ordnung. Ich könnte eigentlich das Orbitzeug wegmachen. So. Das dürfte langsam was werden. So. Wir haben noch einen halben Tank über. Und wir sind auf 70.000 Meter. Das ist schon mal eine Zahl, mit der ich zufrieden sein könnte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, dann müssen wir noch kurz warten, bis wir an Ort und Stelle angekommen sind. Gut, dass wir ein bisschen beschleunigen können. Was wäre ich ohne diesen Scheißteil? Genau. Dann hier könnten wir mal kurz machen. Extend. So, dann verlieren wir auch garantiert nicht den Kontakt. So. So zumindest da, wo wir rumfliegen wollen. So. Dann stell dich mal ein in die richtige Position und gib Dampf. Darf ruhig ein bisschen mehr pusten. Und ich fliege auch in die richtige Richtung. Gut. So. Vertical Speed, da muss ich auch mal das ein bisschen im Auge halten, welche Zahl wir da eigentlich nachjagen. Mhm. Also roundabout 40.000, ne, 40 Meter, die, wett? Ne, Horizontal Speed, nicht Vertical. Horizontal Speed brauchen wir ca. 2000 Meter die Sekunde. Das ist jetzt nicht ganz so wenig. Okay, dann Warp hier. Mhm. So. Hab ich hier noch meinen Strom im Auge behalten. Periapsis ein bisschen hochbringen, weil der ist mir noch ein bisschen zu nieder. Gut. So, dann können wir jetzt mal planen, wie wir das ganze Ding zu fliegen haben. Okay, der Periapsis ist bei 2,6 Mille. Dann machen wir ein bisschen Treibstoff sparen, die ganze Aktion. Und... gehen an einem relativ niedrigen Punkt ran. So. Dann haben wir das, der APO.
der komplett daneben ist. Halt, stopp, in welchen Orbit müssen wir jetzt eigentlich? Ich habe den mit dem Mystery Goo dabei. Okay, dann lass mal luren. Den Touristen brauchen wir gerade nicht. Mystery Goo, gut, das ist der hier. Der hat ein Apoapsis von 10... das ist der hier hinten. An den müssen wir ran, der knapp am Mond vorbeigurkt. Ey, ey. Ist ja nicht so geil. Hätten wir auch gleich beim Mond vorbeigucken können. Was, das könnten wir... Ah, ich hätte das ganze andere Zeug machen müssen. Ah, sehr fix, jetzt habe ich es nicht gemacht. Gut, dann machen wir halt bloß das Geld. Gucken mal nach. Ich muss ja den Mystery Goo nicht benutzen. Ich könnte den Mystery Goo-Teil ja am Mond machen. Weil wir werden bei diesem Inclination garantiert irgendwann mit dem Mond zusammentackern. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das so tätern. Hier sage ich schon 800 Meter so ungefähr. Pi mal Daumen, was wir noch brauchen. Und davon haben wir ja noch mehr als genug Delta wie beinand, um das zu tun. Dann würde ich sagen... Warp-to-Next-Manöver. Unser Apoapsis ist auch hoch genug, dass wir nicht bremsen. Dann machen wir unsere ersten echten, ja, Weltraummanöver. Schön, wenn mal was funktioniert, ne? ich hoffe nur, dass meine Antenne bis dahin noch funktioniert, weil ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob die Anfangsantenne das da hält. Jetzt denken wir dann schon. Im schlimmsten Fall müssen wir den Orbit wechseln und müssen den hier nehmen. Mal schauen, ob das vom Delta V reicht. Und ich sag auch gleich, wir haben nicht genug, um diese 400 Meter da zu machen. Das heißt also, ich müsste jetzt eigentlich schon das Schießen anfangen, weil ich bloß die Hälfte von dem Orbit zusammenbekomme mit der jetzigen Station, also der jetzigen Stage. Und die ist ja nicht im Prinzip das, was er hier rechnet. Das heißt also... Moment, ich muss mal gucken, wo ist das englische Set? Hier. Ist das englische Set, ist das Y. So, hier sieht man schon, mehr Dampf hat er nicht. Das heißt, wir schmeißen den Rest weg, mehr braucht man nicht. So, das heißt, wir haben hier eine Burn Time Estimated von 4. Bezweifle ich bis zum gewissen Grad. Wir haben hier 11, gut. Das heißt, wir müssen die Hälfte der Zeit, die noch übrig bleibt, bis zu dem... Ich weiß, es ist so ein Pi mal Daumen Manöver, aber gut. Muss schiehauen. Y. Gut, dass wir die kleinere genommen haben. Die ist ein bisschen besser in dem Bezug. Halt, stopp. Stopp. Bäm. Fast. Nah dran. Du warst nah dran, ne? Gut. Dann gucken wir mal hier. So, das dürfte ungefähr sein. Das dürfte reichen. So, dann warpen wir mal zu diesem... Ne, Moment, wir machen noch ein Manöver, weil ich möchte hier das Ganze noch schnell eingestellt haben. Nicht ganz so der Orbit, den wir brauchen. Ist ein bisschen Scheps. Okay, dann müssen wir den ein bisschen einstellen. Können wir den schon gleich korrigieren? Ja, könnten wir. Dann probiere ich das auch gleich mal. Den Orbit ein bisschen zu korrigieren. Mhm. So anscheinend nicht. So vielleicht. Jo. Das sieht mir doch nach einem halbwegs anständigen Orbit aus, der so halbwegs im Bereich ist, von dem wir wollen, dass er sein soll. Dann tue ich das auch gleich mal und lege mich da auch mal schon in Position. So. Dann würde ich sagen, Warp to Next Manöver. Strom sollte jetzt kein Problem sein, denn wir haben Solarpanels dran. Auch Solarpanels haben wir dran. Die Antenne ist auch noch weit draußen. Und sie hat noch gut Empfang. Ja, das wird locker reichen. Locker. Mhm. So. Gut, dann würde ich sagen, wir brauchen nur 8 Sekunden, um diesen Orbit zu etablieren. Weil wir bloß 300 Meter pro Sekunde brauchen. Oh, da haben wir mehr genug. Wir könnten theoretisch eigentlich den zweiten... Ach, der zweite Orbit hier auch mal. Könnten wir theoretisch auch machen. Macht die Mission aber nicht mit. Muss man jedes Mal eine neue Probe launchen. Man kann auch nicht mehrere Probes auf einmal launchen. Das geht auch nicht. Was mir ankotzt. Es wäre so viel billiger, wenn man dann Massen machen würde. Dann macht man mal so einen Stapel Probes. Schiebt die alle in den normalen Orbit, weil das ist ja... Die müssen alle dasselbe machen. Und ja.
nervig. Gut, wir haben noch 22 Sekunden bis zum Burn. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen beschleunigen können hier von der Zeit her. Komm schon. Yo, jetzt auf 4. Und Y. Etwas langsamer. Nicht abhauen. Fuck. Der Mond hat uns eingefangen. Dang it! Und ich sehe jetzt auch nicht mehr den Orbit. Sehr fix. Ist das so gut genug? Es scheint so. Jetzt muss ich den kurz halten. Okay, ich habe den bekommen. Positional Satellite in Aquarium. Gut. Das haben wir ein bisschen grün gemacht von den Zahlen her, aber nicht viel. Gut, dann schmeiße ich mal das Manöver weg. Wir nehmen mal den lieben Mond als Target. Und wir gucken mal, was wir noch so alles bekommen könnten. So, das hier ist ein Periapsis, der mir gefällt. Mal gucken, wie sieht's dann? Focus View. Ey, den könnte man sogar eingefangen werden. Sogar ziemlich genau. Holy damn. Was ist, wenn ich das mache? Könnte man nicht ganz eingefangen werden. Aber gut, dann machen wir das so. Dann brauche ich nur noch einen Nasenstupser und dann habe ich einen Orbit um den Mond. Yay! Gut, dann würde ich sagen, Warp to Next Manöver. Focus View wieder zurück. Ich hätte dann gerne meine Probe wieder gesehen. Komm schon. Hallo? Unset as Target, Focus View. Wait. Würde gerne wieder meine Probe sehen. Hallo? Ich habe... Zurückschlagtaste? Seltsam, da will irgendwas nicht. Egal, ich bin da. Und jetzt gibt's einen Orbit. So. Ich kann nicht mehr die View zurücksetzen. What? Okay, ich kann aus irgendeinem Grund gerade die View nicht mehr zurücksetzen. Ist seltsam wie Sau. Hm. Irgendwas stimmt nicht, ich muss das Space-Programm nochmal neu starten. Nein. War das sowieso der letzte Part für heute. Egal. Focus View. Dann. Ich glaube, hier kommen wir rein, ne? Das heißt also, Warp here. Halt, stopp, Hab die verkehrte Seite genommen. Gut, dann hier so. Wir haben einen Orbit. Bam! Meine Damen und Herren, wir haben einen Orbit um den Mond. Und damit haben wir auch schon Weltrekord abgegraben. We have interacted with flyby with the moon. We have escaped gravity influence of carbon. We have... bla bla. Wir haben eine Sonde um den Mond. A warp here. Und dass ich nicht mehr zurücksetzen kann, das ist irgendwie doof. Moment. Minus. Irgendwie will das nicht. Will nicht, was ich will. Okay, gut, aber ich mach mal den Orbit schöner. So, wir sind jetzt auf einem relativ nahen Orbit um den Mond. Mal gucken, was genau hier mein Ding hier anzeigt. High Space. Wir könnten auch ein Low Space zusammengrabbeln, wenn wir jetzt noch ein bisschen was arbeiten. Warp hier. Der Funk ist immer noch gut. Dann wird das hier erstmal eine Kommunikationsdrohne, falls wir irgendwelche Operationen auf dem Mond haben. Und auf der Rückseite vom Mond dann irgendwie was Probleme mit haben. So wie jetzt dann gleich die Drohne haben wird. So, Bremsen. Dann machen wir mal einen niedrigen Orbit. So irgendwas um die 45. So, das sieht doch gut aus. Dann Warp hierher. Wir haben kurz Kontakt verloren, aber das sollte kein Problem sein. Es ist erwartet. Wenn ein großer Planet dazwischen ist, dann ist das erwartet, dass man da nicht so viel was sieht. Gut, dann grabbeln wir uns noch ein paar Signs.
So, dann wird auch schon mal der Rest geladen. Ist das immer noch High Space? Nier. Okay, passt. Dann schicken wir mal eine Handvoll Daten wieder zurück. Ja. Dann haben wir auch sogar etwas mehrer Nutzen aus dieser Mission raus. So, das bisschen hier. Yay! Schaut her, wie sich die Drohne freut. Yay! Wie! Wie! Oh Mann. Wie! Oh, schön. Ich hab gleich ein Thumbnail. Gut, dann würde ich sagen, Mission erfolgreich. Wir gehen zurück zum Space Center. Und haben damit endlich wieder was geschafft. Nein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Kerbal Space Program. Für die Gott!